Einer der Teilnehmer am Channel Meets Cloud Kongress ist die Firma ESET. Zu Besuch haben wir hier Mike Wetzel, Channel Sales Director bei ESET. Herr Wetzel, die Herausforderungen für die IT-Industrie, auf allem die IT-Security-Industrie, steigen ins Unermessliche, weil die Cyberkriminellen immer ausgefeiltere Methoden entwickeln, um Netzwerke anzugreifen. Hinzu kommt noch die neu oder die nächstes Jahr in Kraft tretende EU-Datenschutz-Grundverordnung. Was bedeutet das für die Security-Dienstleister und deren Kunden? Die steigenden Herausforderungen durch die Cyberkriminalität beschäftigen uns natürlich sehr stark, auch im Bereich Forschung und Entwicklung. Als Hersteller versuchen wir da zunächst natürlich auch mit neuen Technologien gegenzusteuern, die wir unseren Partnern, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, die Erkennungsmethoden, die in unseren Lösungen enthalten sind, werden ausgefeilter und spüren ganz zielgerichtet neu aufkommende Arten von Malware auf. Ransomware ist da ein klassisches Thema, das, glaube ich, jeder im Kopf hat. Was das Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung angeht, da ist es natürlich so, wir bekommen hier quasi per Fallbeileffekt sofort eine gesetzliche Regelung, die das Bundesdatenschutzgesetz ersetzt und sofort Gültigkeit haben wird. Und nach dem, was wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, wir haben unsere Kunden und Partner darüber informiert, was dort grob auf sie zukommen wird. Das ist eine ganze Menge. Also der Schutz der personenbezogenen Daten wird sehr ernst genommen. Und was wir sehen ist, wir werden auf der einen Seite sehr viele organisatorische Themen haben. Da ergibt sich sicherlich auch eine Möglichkeit, Beratung an den Mann zu bringen, an den Kunden zu bringen. Auf der anderen Seite sehen wir die Verbindung verschiedener Produktbereiche, also nicht mehr nur klassischen Malware-Schutz, für den man ESET ja ohnehin seit vielen Jahren kennt, sondern eben auch Verschlüsselungslösungen, die wir auch im Portfolio haben. Personenbezogene Daten müssen in den IT-Verfahren verschlüsselt abgelegt und verschlüsselt übertragen werden. Und wir sehen auch das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und ich glaube, da sehen wir doch eine ganze Reihe auch für Chancen, aber an Chancen für den Channel. Eines der heißen Themen, das Sie auf diesem Channel mit Cloud Kongress angepackt haben, heißt Managed Security Services. Damit sind ja wiederkehrende, fortlaufende, gut planbare Erlöse für die Systemhäuser, für die IT-Dienstleister verbunden. Allerdings sind damit auch Haftungsrisiken verbunden, wenn man diese Services anbietet. Was empfehlen Sie jetzt den IT-Dienstleistern? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich den Dingen stellt und keine allzu großen Angstbarrieren aufbaut. Ja, also das ist ein Trendthema, ist ein riesengroßes Thema, das ganze Thema Managed Services, Cloud Services, deswegen sind wir ja auch hier auf diesem tollen Event. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf die Dinge konzentriert, wenn man einsteigt in diese neuen Geschäftsmodelle, auf die Dinge konzentriert, die man gut beherrscht. Also wer Kompetenz besitzt im Bereich IT-Security, kann diese Risiken, die sich damit verbinden, natürlich auch besser einschätzen. Das ist ganz klar. Und wenn wir mal zurückkommen auf das Thema EU-Datenschutzverordnung, da gibt es natürlich auch Themen wie Bußgelder, die dort behandelt werden für bestimmte Verstöße gegen den Datenschutz. Wenn man sich als MSP oder als Cloud-Dienstanbieter diese Risiken komplett auf den Tisch zieht, sie nicht ausschließt, sie nicht bewertet, ja, nicht kalkuliert, nicht berücksichtigt, dann könnte das durchaus zu einem ernsthaften existenziellen Problem führen. Also Information ist wichtig, juristische Beratung ist vielleicht auch ein großes Thema und wir wissen ja, es gibt doch auch eine ganze Reihe von Stellen, Verbünde seien hier auch mal angeführt, Distributoren, die hier beratend zur Seite stehen. Auch unsere MSP-Distributionen beraten hier den Channel auch hinsichtlich dieser Haftungsrisiken. Das ist ein ganz wichtiges Thema, stellen Musterverträge zur Verfügung, sprechen über entsprechende Geschäftsmodelle und das halte ich für ganz wichtig. Also Informationen im Vorfeld, bevor man wirklich die ersten Angebote schreibt. Mit welchen weiteren IT-Security-Trends rechnen Sie im Jahr 2017 und wie könnten diese Trends dem Channel helfen, auch weiter zu wachsen? Also ich habe es bereits eingangs angedeutet. Ich glaube, dass sich zum Beispiel aus dem Thema europäische Datenschutzgrundverordnung einiges an Chancen ergeben kann. Insbesondere in dem Bereich der Verschlüsselung, also Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also ich glaube sagen zu können, mittlerweile hat hier in unseren Regionen jedes Unternehmen irgendeinen Malware-Schutz im Einsatz. Nicht immer die richtige Lösung, nicht immer angemessen, aber doch irgendeine Lösung. Das sieht in anderen Bereichen
die wir auch zur IT-Security zählen, durchaus anders aus. Also Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung als Beispiele hier angeführt. Und was ich auch sehe ist, wir sind ja hier, um über Managed Services und Cloud Services zu reden. Ich glaube, da ergibt sich ganz, ganz viel an Chancen im Bereich der Kreation von Value-Adds. Also das sagt sich immer so leicht. Welchen Zusatznutzen kann ich persönlich mit dem Angebot kreieren, das ich habe, dass ich eben nicht Produkte zur Verfügung stelle, sondern wirklich Services? Also ich denke an Security Operations Center, ich denke an Reports, die ich meinen Kunden zur Verfügung stelle. Ich denke auch an Awareness Trainings, an Consulting, an alles, an all solche Themen. Ich glaube, wenn man das richtig angeht und da mal kreativ brainstormt, dann ergeben sich tolle Möglichkeiten. Herr Wetzel, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.